Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es gibt wieder einen neuen Fashion Haul von mir, was sonst. Die seht ihr wirklich am liebsten und ich liebe Outfit zusammenstellen und shoppen. Und da ich so viele Fragen die letzten Tage auf Instagram bekommen habe bezüglich meinen Outfits, habe ich mir gedacht, ich fasse alles hier in einem Video zusammen und kann es euch auch alles unten in der Infobox verlinken. Auf Instagram geht es immer unter, da verlinke ich was in der Story und am nächsten Tag fragt wieder oder mehrere danach. Ich habe hauptsächlich geshoppt, wie immer bei Zara am meisten. Mango ist, glaube ich, auch was dabei. Eine Sache von H&M sogar auch. Und ein, zwei Sachen von ASOS. Ich würde mal sagen, wir fangen direkt an mit dem ersten Teil. Und zwar ist es dieses wunderschöne Kleid von Zara in so einem Boho-Stil. Sind hier ganz viele Blümchen. Und ich habe das hier mit einer Sicherheitsnadel zusammen gemacht, weil es bis hier ausgeschnitten ist. Man könnte natürlich auch ein Oberteil drunter tragen. Ich mag hier auch die Raffung. Hier ist so ein Gummizug. Und die Länge auch. Man kann sie natürlich verstellen, aber ich trage sie am liebsten so. Und dieses Kleid habe ich auf einem Event in Paris getragen, und zwar von T3. Diese Lockenstabfirma und Glätteisen und Föhn. Aber ich benutze halt immer den Lockenstab. Deswegen war ich die letzten Tage in Paris und ich bin aber auch zwei Tage länger geblieben mit meinem Schatz Basma. Auf jeden Fall zurück zu dem Outfit mit diesen Boots hier getragen, beziehungsweise Stiefel. Die sind von Mango und die habe ich im Sale gekauft und die sind leider ein bisschen älter. Aber ich habe sie so kombiniert, das war perfekt wegen dem Wetter und passt halt auch farblich mega gut. Wir kommen zum nächsten Kleid. Und zwar ist es dieses knallige von Zara auch. Das habe ich noch nicht angezogen. Deswegen habe ich es auch noch nicht auf Instagram gepostet oder so. Aber ich dachte mir, für einen Urlaub ist es mega schön. Ist schon eine sehr knallige Farbe. Aber mag ich trotzdem irgendwie. Ich habe drunter, danach fragen mich wirklich immer so viele, welchen BH ich drunter unter solchen Sachen anziehe, unter solchen Klamotten. Und das ist immer der Intimissimi, der ist hautfarben und trägerlos. Genau, das habe ich jetzt drunter. Man kann natürlich auch ein Oberteil drunter anziehen, wenn man mag. Der Stoff ist mega angenehm, super leicht. Also wie gesagt, perfekt für den Sommer. Ich glaube, das ist Leinen. Ich mag den Schnitt. Ich mag auch hier, dass man es zusammenbinden kann und ich mag auch die Farbe, sehr, sehr, sehr sommerlich. Und das nächste Kleidchen ist auch von Zara und zwar ist es so ein Plissé-Kleid. Hier könnt ihr es besser erkennen, das hat so zwei Layers, also zwei Schichten und ist hier auch nochmal, hat ein Unterkleid. Finde ich super einfach. Man kann es wirklich mit einer coolen Jacke anziehen, Sneaker und dann hat man so ein super casual Outfit. Oder das gleiche Spiel mit Pumps, dann ist es sehr elegant. Man könnte auch ein Gürtel dazu kombinieren und schönen Schmuck, schöne Schuhe. Dann hat man wirklich ein tolles Outfit. Ich mag bei solchen Teilen, dass man sie wirklich immer wirklich schick, aber auch ja, sehr schlicht anziehen kann oder kombinieren kann. Genau, das habe ich, glaube ich, aus der Treffer Look Abteilung, bin ich mir nicht ganz sicher. Ich verlinke euch alles unten. Und Leute, ich habe meistens immer die Klamotten in Größe S, bei Hosen 36, Oberteilen S, Kleidern S. Also, weil ganz, ganz viele immer fragen, welche Größen ich trage und damit ihr euch an meiner Größe orientieren könnt. Ich bin 1,68 klein groß. Dieses Kleid ist fast so wie das schwarze und ich hätte es mir in Größe XS holen sollen, weil ich finde, das sitzt sehr breit. Trägt ein bisschen auf wegen den ganzen, wie nennt man das, Röschen. Aber ich probiere es mal hier mit dem Gürtel. Vielleicht ist es dann ein bisschen besser. Der Gürtel ist leider älter von Missguided, falls ihr fragt. Und das ist doch schon mal ein bisschen besser. Was meint ihr? Trotzdem trägt das, finde ich, ein bisschen auf. Ich habe das jetzt in Paris gekauft und gar nicht anprobiert. Aber ich glaube, mit dem Gürtel ist es viel, viel besser. Was meint ihr? Müssen wir mal Bescheid geben? Diese Schuhe aus Paris gekauft von Zara. Leute, wie wunderschön sind die. Das sind wirklich so super, super einfache.
sind hier durchsichtig und ich dachte im ersten Moment, meine Füße werden das nicht überleben. Aber ich hatte sie einen Abend an und bin echt schon gut gelaufen und die haben überhaupt nicht wehgetan. Und meistens ist es ja so, dass die Pumps oder Schuhe, vor allem so hohe, im ersten Tag total wehtun und die haben einfach gar nicht wehgetan. Und die würden ja zum Beispiel zu diesem Kleid total gut passen. Die passen wirklich zu allem, weil sie erstens durchsichtig sind und zweitens nude. Also das sind echt super schöne Schuhe, vor allem bequem. Und ganz wichtig, die haben Blockabsatz. In dem Spiegel besser erkennen. Das schaut echt ganz cool aus. So, so würde ich das kombinieren für einen etwas besonderen Anlass. Nicht, wenn ich jetzt shoppen gehen würde. Aber ja, das war's mit dem letzten. Was ist das letzte Kleid? Ja, das war das letzte Kleid von Zara. Wir machen weiter mit den Oberteilen. Ich habe schnell diesen Kimono einfach so mal anprobiert mit den Schuhen. Wenn man so einen Body drunter trägt und vielleicht einen Rock, könnte man das sogar auch wirklich so als Kleid tragen, weil das ist nämlich ein Kimono. Kommt auch mit einer Hose, aber ich habe jetzt nur die Jacke sozusagen gekauft. Und man könnte das tatsächlich auch, wenn man nicht so groß ist, als Kleid tragen. Ich würde irgendwie noch Sicherheitsnadeln oder einen Body drunter anziehen. Und einen Rock, ganz wichtig, weil man weiß ja nie, ne? Das ist ja nur mit einem Gürtel hier befestigt. Aber theoretisch wollte ich euch mal nur kurz zeigen, dass man diesen Kimono auch wirklich als Kleid tragen kann, wenn man möchte. Dann hat man wieder ein Teil und zwei Outfits. Ich mache weiter mit diesem Body hier von Zara in Nude. Der hat, glaube ich, 13 Euro gekostet. Ich habe ihn in der Größe S und der hat so eine, ich weiß nicht, wie man das Material nennt, aber das ist sehr körperbetont. Ist auch ein Body, das heißt, man kann es hier unten, ne, zuknipsen. Es ist keine Tanga-Form, sondern ein bisschen breiter, falls es einigen interessiert. Aber dadurch, dass meine Jeans, die ist leider von ASOS und ausverkauft, ganz, ganz viele haben danach gefragt. Aber ich werde euch mal ähnliche verlinken, weil ich kaufe immer meistens von ASOS meine Jeans oder von Topshop. Aber meistens sind es wirklich in letzter Zeit ASOS Jeans. Und ich werde euch mal ein paar Alternativen verlinken, weil die hier ist, wie gesagt, ausverkauft. Das zu der Hose, aber man sieht, wie gesagt, diesen Body nicht durch, weil die halt ein bisschen weiter sitzt. Ist eine Mom Jeans und dieses Outfit hatte ich an mit meiner orangenen Liu Jo Tasche und die Schuhe, die ich euch vorhin gezeigt habe, die durchsichtigen. Dann dazu mein Kimono. Ups, rutscht weg. Super schickes, aber auch wegen der Jeans schlichtes Outfit. Richtig cool für so einen Abend, wenn man irgendwie was trinken oder essen geht. Und ja, so habe ich das kombiniert und das sind die Details zu diesem Outfit, die wirklich recht häufig auf Instagram gestellt wurden. Ich zeige euch jetzt mal noch ein anderes Oberteil, was nicht sehr alltagstauglich ist, aber trotzdem sehr, sehr süß. Fancier geht's gar nicht, aber wie wunderschön ist die Farbe und der Schnitt bitte. Also finde ich mega besonders, irgendwie für einen spezielleren Anlass oder so, für einen Geburtstag, keine Ahnung. Würde ich sogar auch mit der Jeans kombinieren, vielleicht sogar mit einer weißen Jeans. Ich sehe gerade meine Kamera blinken, deswegen muss ich mich mal beeilen, aber ja, das ist dieses Oberteil. Ist in so einem schönen Mintgrün. Kommentiert unbedingt, was euer Favorite ist, also ich glaube, das ist auf jeden Fall eines meiner Lieblingsoberteile. Dann geht es weiter mit diesem auch sehr auffälligen Oberteil. Aber ich fand das so süß. Ist auch von Zara. Und es hat 20 Euro gekostet. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Ich finde das mega süß zu einer Jeans im Sommer. Diese Tasche noch zum Beispiel dazu. Die ist von ASOS. Verlinke ich euch auch unten. Aber ja, ich finde, das ist ein super süßes sommerliches Outfit. Und das ist total mein Geschmack. Es ist zwar sehr auffällig, das Oberteil. So Leute, ich muss jetzt auf das Handy umsteigen, weil mein Akku leer ist von meiner Kamera. Und ich wollte das Video unbedingt jetzt schnell noch zu Ende drehen, weil das jetzt gleich online geht.
Das ist nochmal hier mein Outfit. Vielleicht seht ihr das jetzt noch ein bisschen besser. Dann habe ich mir noch diese weiße Jeansjacke gekauft, auch von Zara. Die ist so cool. Passt wirklich zu sehr, sehr vielen Sachen. Die ist ein bisschen oversized. Moment. So seht ihr sie nochmal angezogen. Ich finde, das ist die perfekte Übergangsjacke. Und passt halt wirklich zu allen, weil es eine weiße Jeansjacke ist. Ich sehe gerade, mein Spiegel ist schmutzig. Sorry dafür. Aber ja, das ist das letzte Teil von Zara. Ich zeige euch jetzt noch einen Teil von H&M. Das ist nämlich ein Rock. Das ist der Rock. Ich habe mir jetzt mal das gelbe Oberteil angelassen. Aber Leute, das passt ja überhaupt nicht dazu. Aber man muss austesten, um es rauszufinden. Deswegen ziehe ich das kurz mal mit einem anderen Oberteil an und schon viel besser. Was meint ihr? Sorry für die Unordnung da hinten. Ich finde den Rock mega schön. Den habe ich an der Puppe gesehen, für den Sommer vor allem. Und das ist einfach so eine Art Tunika. Man muss aufpassen, glaube ich, was man drunter zieht. Ich habe jetzt einmal einen hautfarbenen Slip drunter. Meine Zara-Schuhe, die zu allem passen, wie ihr sehen könnt. Meine Liu Zhou-Tasche und einfach so ein super Basic-Oberteil von Zara. Und dann habe ich ein sehr schönes sommerliches Outfit. Und das war auch schon das letzte Teil aus meinem Haul. Falls ihr Fragen habt, dann schreibt sie mir gerne unten in die Kommentare. Ansonsten sagt mir unbedingt, was euer Lieblingsteil ist. Ich hatte so, so viele in diesem Haul, aber das waren wirklich jetzt mehrere Einkäufe in einem Video zusammengefasst, wie gesagt, weil so viele Fragen auf Instagram aufgetaucht sind. Folgt mir gerne dort für Outfit-Inspirationen und für tägliche Stories und Bilder. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben gebt und ich freue mich, von euch zu lesen. Ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!